Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem kurzen Let's Play. Und zwar gab es in OMSI auf Bremen schon wieder ein Update mit ein paar Kleinigkeiten, Performance Update. Objekte wurden neu gemacht, also mit neuen Objekten. Alles so ein bisschen kleiner Hotfix. Ja, wir fahren mit dem Scania mal eine kleine Runde, würde ich sagen. Genau. Würde ich sagen, schwingen wir uns rein. Das Ganze ist hier der Scania von Sobol. Oh. Ja, ist ein ganz feines Ding. Würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, wie die Performance so ein bisschen ist. Also ich kann eigentlich nur Gutes sagen bis jetzt. Da hat sich auf jeden Fall deutlich was getan. Ja. Wir fahren einfach mal so jetzt mal hier lang. Genau. Fahren das Jahr 2023. Es wurden auch Chrono-Events entfernt, glaube ich, soweit ich gelesen habe. Es gab ja eine da mit der Baustelle. Das gibt's jetzt nicht mehr. Dieser Blinker nervt aber auch. Genau, diese Baustelle gibt's als Chrono. Ja, doch als Chrono-Event nicht mehr. Genau. Wer die 677 fahren will, die Linie nach Beckerdorf, ich glaube, die fährt Wochenende nur. Irgendwie so. Oder nur zu bestimmten Zeiten. Ja, genau. Es gibt doch, glaube ich, soweit ich weiß, eine Linie. Können ja kurz mal schnell reinschauen hier, würde ich sagen. Um sie 2. So, das sind wir jetzt hier. Harlekin um sie 2 und Bremen. Patch 2.30. Da haben wir hier die kurzen. Ich lese es nicht vor, das könnt ihr euch jetzt selber durchlesen. Aber hier haben wir zum Beispiel das Beispiel. Ja, dass das halt irgendwie entfernt worden ist. Ja, Performance Update. Korrekturen, optische Korrekturen. Genau. Das wäre das da. So, wie gesagt, das könnt ihr euch auch selber in Ruhe durchlesen. Wenn ihr das wollt, genau. Wie sagen, fahren wir weiter hier. Oh, fast noch gerade die grüne Ampel verpasst. Ja, ich habe jetzt auch mal Einstellungen auf komplett voll gemacht, also dass alle Objekte auch da sind, auch alles. Und wie wir sehen, es läuft halt wirklich flüssig, also kann nichts beklagen tatsächlich, also fällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ja, und falls man es merkt, heute nehme ich das Ganze mit OBS auf. Mal wieder. Ich denke mal, das merkt man an der Tonqualität. Ich hoffe, das passt. Ich habe jetzt noch nicht weiter geschaut. Die Straße ist hier, ist echt der Hammer hier. So. Schlaglöcher. Wir fahren nach vorne, jetzt auch mal nach links. Genau hier. Richtig schön eng hier. Ich meine, dass es ab und zu mal ruckelt, ist logisch. Das, ja. Ich sehe gerade, hier wurden auch die Wegpfeile gefixt, weil sonst waren es ja immer gefühlt 40.000 Stück hier. Ja. Genau. Ja, wir sehen, wie wir sehen, es läuft alles echt schon flüssig, also
Macht auf jeden Fall Menge Spaß. Ich meine, wie gesagt, an manchen Stellen läuft es manchmal nicht so, aber da kann man, sage ich mal, direkt über und weg sehen. Genau. Aber in Bremen ist echt cool, dass man diese Ampelanforderungen haben. Damit es eigentlich relativ zügig geht, auch das wurde wohl gefixt, dass es ein bisschen schneller geht. Ja. Bisschen Kickdown hier. Er wollte nicht zu schnell fahren. Ja, der Bus, wie gesagt, ist von Sobol. Könnt ihr euch vom Discord holen, sage ich mal, auf seinen Discord-Channel. Aber auch nur, wenn man eine Kleinigkeit spendet. Ich werde diesen Bus nicht verlinken, auch wenn es gehen würde. Ich mache es nicht, weil es ist einfach erlaubt. Offiziell gesehen. Ja. So, wie wir sehen, links geht's nach Rönnebeck, geradeaus nach Beckerdorf. Auch eigentlich eine sehr coole Linie, finde ich. Mir gefällt die auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja. Wie gesagt, Bremen sind wir echt lange nicht mehr gefahren, außer beim letzten Mal, wo es diesen einen Patch gab. Da habe ich auch, sage ich mal, kurz ein Infovideo gemacht. Das sind wir aber nur bis nach Hammersbeck gefahren. Beide Stellen, was das war. Wie gesagt, hier können wir auch das nächste Mal Linie Beckerdorf mal fahren, eigentlich. Denke ich. Oder könnt ihr schon mal darauf einstellen, dass in den nächsten Folgen jetzt erstmal um die Bremen-Nord kommen wird. Wollen wir einfach mal alle Linien abfahren? Ich meine, gut. Ein paar haben wir schon, ich meine, eines meiner ersten Omsi-Videos ist ja hier Bremen, wo wir mit den MAN A20 CNG gefahren sind. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Auch von so Bohlen im Bus. Das MAN OHV2 Pack war das nämlich. Da könnt ihr euch da an der Omsi-Webtest runterladen. Genau. Ja. Performance ist echt top, also das ist ja echt, also das ist ein Vergleich. Wie gesagt, auch nicht vergessen, dass ihr dann trotzdem auch den 4 GB Patch, ich habe ihn auch drin. Auch dazu eine Info, auch nach jedem Update von Omsi bei Steam sollte man gegebenenfalls oder ja, sollte man es eigentlich machen, den 4 GB Patch neu installieren. Genau. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn die Streifen ja so schwarz sein, oder? Na, ich glaube nicht, dass es das also sein soll. Naja, wir sagen halt mal an, dann beenden wir das kurze Let's Play. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ja gerne ein Abo da und einen Daumen oben. Guten Kommentar und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.